Let's start with a general assessment of the current situation. Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist das Tibet von China besetzt. Während dieser Zeit haben sich mehr als 150 Tibeter aus Protest selber angezündet. Könnt ihr einschätzen, wie die momentane humanitäre Situation im Tibet ist? Die humanitäre Situation im Tibet hat sich nochmal verschlechtert. Im neuesten Bericht von der Organisation Freedom House ist herausgekommen, dass es abgesehen von Syrien keine Region gibt, die weniger frei ist als Tibet. Nur von Syrien wissen es alle, aber beim Tibet weiss kaum jemand, wie schlimm es wirklich um die Freiheit steht. Das Problem an die Öffentlichkeit zu bringen, ist nicht so einfach, weil es für Journalisten sogar schwieriger ist, ins Tibet zu kommen, als auf Nordkorea. Das zeigt eine Untersuchung von der Organisation Reporter ohne Grenzen. To go to Tibet than North Korea. Gibt es Momente, wo ihr die Hoffnung verliert? As far as hope is concerned, Tibetans are Tibeter verlieren nie die Hoffnung. People. We never Das kommt vom Glauben. Bei der Reinkarnation geht man ja davon aus, dass man nach dem Tod wiedergeboren wird. Das heisst, sogar wenn man stirbt, behaltet man die Hoffnung, dass man im nächsten Leben wieder als Tibeter für die Freiheit kann kämpfen kann. Hoffnung ist also das, was uns Tibeter antreibt. Und genau das ist unsere Stärke. Sie basiert auf dem buddhistischen Gedanken von der Vergänglichkeit. Ich nehme den Alltag gelassen. Wenn etwas Gutes passiert, dann werde ich nicht allzu euphorisch. Und wenn etwas Schlechtes passiert, dann bin ich aber auch nicht niedergeschlagen. So schont man seine Gesundheit und kann besser mit Problemen umgehen. Reden wir über euren Aufenthalt hier in der Schweiz. Ihr seid für 3 Tage hier. Was ist euer Ziel? Was ist eure Mission? Mein primäres Ziel ist es, bei den Leuten ein Bewusstsein zu schaffen für die Situation in Tibet und Unterstützung überzukommen. Ich gehe weiter auf Bern und Genf, um wichtige Persönlichkeiten zu treffen und sie über den Ernst der Lage in Tibet zu informieren und Lösungen zu finden, wie die Schweiz uns könnte helfen könnte. Kommen wir zur Schweizer Politik. Denkt ihr, den Politikern ist das Freihandelsabkommen mit China wichtiger als Menschenrechtsverletzungen im Tibet? Mir ist bewusst, dass die Schweiz die Handelsverträge hat mit China. Leider gibt es Länder, die mit dem Abschluss von einem Freihandelsvertrag auch einen Freipass für Menschenrechtsverletzungen geben. Ich hoffe sehr, dass die Schweiz das nicht macht. Die Schweiz ist ja bekannt für ihre Neutralität, aber noch bekannter ist sie für Werte wie die Wahrung von der Demokratie oder Menschenrecht. Ich hoffe darum sehr, dass die Schweizer Regierung das wird beibehalten. Zu guter Letzt, was ist eure Kernbotschaft, die ihr allen Schweizern möchtet weitergeben? Tibetans are human beings like Swiss people. Tibeter sind Menschen, genau wie auch Schweizer. Wir verdienen Freiheit, genau wie auch Schweizer. Und ich hoffe, dass die Schweiz, die uns seit so vielen Jahren unterstützt, auch weiterhin unterstützen wird. Liebe Schweizer, bitte helft uns auch weiterhin für unsere Freiheit zu kämpfen, bis ihre Heiligkeit Dalai Lama wieder zurück ins Land kann und Tibet wieder ein freies Land kann sein.